letzter Spieltag beim Waldhof und sein letztes Spiel als Drittligatrainer. Beim Waldhof zumindest. Patrick Löckner, Rüdiger Ziel, auch für ihn geht's erstmal in die vierte Liga mit Havels. Er macht nicht weiter, würde gerne in der dritten Liga bleiben. Ja, und die Fans freuen sich auf ein vielleicht munteres Spiel. Das wird es definitiv werden, kann ich jetzt schon mal verraten. Von Beginn an Havelse in Rot, Fehler im Aufbau. Und dann ist es Höger hier am Ball mit der Hacke weitergeleitet auf Schnatterer. 1-0, zweite Minute. Der schöne Fußball findet hier im 1-0 seinen Anfang. Fehler im Spielaufbau und dann ist es dieses wunderschöne Hackending von Fridolin Wagner. No-Look-Weiterleitung auf Marc Schnatterer. Der hat sein 11. Tor erzielt, jetzt gleichgezogen mit dem heute verletzt und gelb gesperrten Dominik Martinovic. 20. Minute, ruhender Ball, aber Havels sind zuletzt immer mal wieder anfällig. Und auch heute 2-0. Jesper Ferla, 20. Minute, zweites Tor. Und sie sind ja noch im Fernduell mit den Löwen und mit Osnabrück um Platz 4. Um die direkte Qualifikation für den DFB-Pokal. Mannheim muss gewinnen. Und das tun sie hier. Sie schicken sich an, sind absolut dominant. 45. Minute. Dumme Aktion, Dama an Kostli. Es gibt den Elfmeter. Alexander Rossiball heute links hinten in der Abwehrkette für Donkor. Trifft 3-0 und das ist dann auch die Pausenführung. Der Waldhof erledigt seine Hausaufgaben für 3-0. Das ist ziemlich souverän und eigentlich kaum zu glauben, dass eine Mannschaft hier in der zweiten Halbzeit auch mal zurückkommt, das Spiel drehen sollte. Also Mannheim, Hausaufgaben erledigt. Jetzt müssen eigentlich nur gucken, was machen die anderen Kollegen im Kampf um Platz 4. Mannheim ist übrigens das einzige Team, was nächste Woche noch Landespokalfinale spielt und sich so qualifizieren kann. Interessiert Waldhof Mannheim nicht. 4-0. Dominik Kota, 57. Minute, das Jungtalent ausgeliehen aus Karlsruhe. Schön bedient von Marc Schnatterer. Es geht munter weiter. Wie gesagt, Landespokal, sie werden qualifiziert für den DFB-Pokal, aber sie entfachen einfach mal Druck auf die Konkurrenten. Was war das nochmal? Standardsituation, da ist Havelse wackelig. Ja, sind sie wieder. 5-0, Pascal Sohm. Die Gäste aus Niedersachsen längst abgestiegen, bekommen den Ball hier nicht geklärt und legen auch noch auf für Pascal Sohm, der heute nicht in der Anfangself. Butler hat gespielt, der hat sich früh verletzt und dann Sohm für ihn früh eingewechselt worden. Zur Abwechslung mal eine Chance, das ist Jeschke. Mehr war es nicht, ungefährlicher Auftritt von dem TSV Havelse, der aber zumindest charakterlich in dieser Saison immer intakt war. Das hat auch Rüdiger Ziel immer mal noch betont. Heute kann man es leider auf dem Platz nicht ablesen. Es geht weiter. 6-0. Fridolin Wagner, 78. Minute. Bedient worden vom eingewechselten Sommer. Und Mannheim schraubt das Ergebnis weiter in die Höhe. Einen haben wir noch. Ja, weil es so schön ist. Und Mannheim immer noch Lust hat am Spielen. Wir sind in der Minute 83. Ballgewinn von Höger, der eingewechselte Donker. Und in der Mitte winkt Dominik Kota. Ist nicht unbedingt das allerschönste Tor, hat er schon richtig tolle Dinge erzielt. Jetzt ist es ein einfaches Tor. Und hier in dieser Partie der Schlusspunkt. 7-0 gewinnt Waldhof Mannheim gegen Havelse.